Rahmen der Arthrose-Kulturtage wird das Musical Das Lama Lionel präsentiert. Im Musical wird Lama Lionel auf eine harte Probe gestellt. Strebend nach dem musikalischen Erfolg seines hochnäsigen Alpaka-Cousins Salvatore, nimmt er bei diesem Klarinettenunterricht. Lionel ist ein gelehriger Schüler und beweist Talent, wäre da nicht seine Nervosität vor Publikum, aufgrund der er sich bei seinem ersten Auftritt total blamiert. Ein Alpaka-Mädchen möchte Lionel mit ihrer Liebe wieder Selbstvertrauen schenken und ihm helfen, doch nochmal den Schritt auf die große Bühne zu wagen. Ich bin der Lionel. Ich bin ein Lama, das eigentlich in Argentinien wohnt, aber leider nach Pocoloco ziehen muss und dort seine Cousin und seine Tante und auch die wunderhübsche Chiquitita kennenlernt. Und dann lernt er auch die Klarinette zu spielen und verliebt sich in Chiquitita. Aber leider fängt er zu spucken an beim Spielen und es geht alles den Bach runter. Aber dann irgendwie wendet sich alles und alles geht gut aus. Es hat angefangen eigentlich als in Buchform, mit Klarinette nur. Und dann hat eben unsere Gesangslehrer, die Agatha Bischko, die Idee gehabt, dass man ein Musical draus machen könnte. Und dann habe ich gemacht, das Musical über den Sommer, wo ich recht beschäftigt war. Weil, wir haben Ferien, Gott sei Dank, wahrscheinlich dafür, dass wir Musicals arrangieren können. Für dieses Musical arbeiteten alle St. Stephaner Schulen. Volksschule, Neue Mittelschule und Musikschule zusammen. Es wirken auch Musikschüler der kroatischen Partnermusikschule Blagoje Berza mit. Ja, knapp ein halbes Jahr wurde daran gearbeitet und zuerst probt natürlich jeder separat seinen Part und für uns war dann die große Herausforderung, das ineinander fließen zu lassen, sozusagen das Interlocking, und das soll ja doch ein durchgehendes Werk sein. Ich denke, das ist uns sehr gut gelungen und vor allem auch dank der großartigen Arbeit unserer Regisseurin Edina Sadikovic. Die Schüler überzeugen dabei mit Gesang und schauspielerischen Fähigkeiten. Ich esse keine Sperrs, ich bin Vegetarier. Das Besondere war, dass sie wirklich mit vollem Herz in das Projekt sich hineingegeben haben. Also sie haben sich sehr kreativ entfalten und haben sich sehr gut entwickelt, also durch das Projekt. Die Hauptrollen sind sehr gut gewählt und ich hoffe, dass wir sie in ein paar Jahren irgendwo in größeren Projekten auch sehen. Ein emotionales Spektakel, das sich auch der Bürgermeister der Gemeinde St. Stephan im Rosental nicht entgehen ließ. Naja, ich habe alle Mitwirkenden beobachtet und mir hat am tiefsten berührt, hat mir einfach das, wie ich gesehen habe, wie alle Pädagogen, die da von diesen Bildungseinrichtungen mitgewirkt haben, engagiert und mit Herz die jungen Talente motiviert haben. Und das ist einfach unheimlich toll, das zu sehen. Cousin Salvatore sagen würde, der gerne Silben verdreht, der Abend war nicht nur großartig, sondern artig groß. Mit einem Heiratsantrag und einem mehr als gelungenen Klarinettenauftritt von Lionel und seinem Cousin findet das Stück zu seinem erfolgreichen Happy End.